Willkommen bei Norman Investigativ. Unsere Mythen und Legenden stecken voller sagenhafter Objekte. Da gibt es Masken, die Superkräfte verleihen, Mäntel, die unsichtbar machen, verschlossene Höhleneingänge, die auf Sprachbefehle reagieren und Wunderlampen, die bei Berührung einen Geist in den Raum projizieren. Die alten Ägypter sollen sogar Kristalle besessen haben, in denen nicht nur das gesamte Wissen der Welt gespeichert war, diese Kristalle sollen sogar fähig gewesen sein, Materie zu replizieren. Alles nur Märchen? Nach heutigem Stand der Erkenntnis wirkt das alles wie Hochtechnologie und darum geht es in diesem Video. Wir werden mit den Mythen aufräumen und eine Neuinterpretation alter Erzählungen nach dem heutigen Stand der Wissenschaft wagen. Wir starten unsere Serie mit dem legendären Stein der Weisen, der auch mit den Smaragdtafeln des Tod erwähnt wird. Ägypten, 3000 vor Christi. Hier soll er gelebt haben, der Hermes Trismegistos, auch bekannt als Tod, ein ägyptischer Gott der Wissenschaft und Magie. Er war womöglich ein Langschädel, der oft mit einem Ibiskopf dargestellt wurde. Der Legende nach brachte Tod nicht nur Wissen und Erkenntnis in die Welt, sondern auch Sprache und Schrift und somit die Zivilisation. Tod war ein Magier und alleine durch seine Gedanken und Worte sollen sich Dinge materialisiert haben. Dabei nutzte er offenbar eine smaragdgrüne Substanz, die ihm diese übernatürlichen Fähigkeiten verlieh. Diese Substanz solle sich aus den vier Elementen Erde, Feuer, Wasser und Luft und einem fünften Element der geistigen Seelensubstanz Quintessenz zusammengesetzt haben. In einer der ältesten Aufzeichnungen heißt es: Dieser Stein, der kein Stein ist, dieses kostbare Ding, das ohne Wert ist, dieses mehrgestaltige Ding, das keine Form besitzt, dieses unbekannte Ding, das jeder kennt. Bekannt wurde diese Substanz im europäischen Raum als Lapis Philosophorum, als Stein der Weisen. Der Stein gilt seitdem als verschollen und Alchemiker haben immer wieder versucht, diese Substanz künstlich herzustellen. Bisher vergeblich. Der Legende nach liegt der Stein irgendwo in Ägypten begraben, um die Menschen von seinen übernatürlichen Kräften fernzuhalten. Der Stein der Weisen. Eine Bezeichnung, die die wahre Bedeutung dieser Substanz herunterspielt. Denn statt mit einem Stein haben wir es in Wirklichkeit mit einem übernatürlichen Objekt zu tun, das aufgeladen mit mentaler Energie bei Berührung paranormale Kräfte freisetzen soll. So die Mythologie. Doch wie kommen die alten Ägypter darauf, dass sowas überhaupt möglich wäre? Was war deren Philosophie dahinter? Zurück zum Lapis Philosophorum, dem magischen Stein des Tod, der mit seiner mentalen Energie unser Gehirn irgendwie mit dem Universum vernetzen soll.
Eine Vorstellung, die auf die ägyptische Mythologie zurückreicht, auf die Annahme, dass alles von einem universellen Geist durchdrungen sei, welcher nicht nur auf die Materie einwirke, sondern auch Bewusstsein erschaffe. Betrachten wir dazu einige Lebewesen wie Bakterien, Pflanzen, Tiere und auch uns Menschen, um diesen universellen Geist etwas besser zu verstehen. Eigentlich besteht alles nur aus toter Materie und sowas wie Leben dürfte daraus erst gar nicht entstehen. Der Mensch zum Beispiel setzt sich aus folgenden Elementen zusammen. Wir sehen da eine Menge Sauerstoff, Kohlenstoff oder Wasserstoff und diese Elemente alleine beinhalten noch kein Leben. Sie würden noch nicht zum Leben erwecken, würden wir all diese Substanzen in einen Topf werfen und umrühren. Erst die richtige Kombination scheint der Materie Leben einzuhauchen und sowas wie Bewusstsein und Geist zu erschaffen, wobei der Geist nach ägyptischer Mythologie bei Voraussetzung von außen in die Materie einfährt. Somit hat es einen Grund, warum der hier schlauer ist als der und warum dieser wiederum intelligenter ist als ein Schaf. Es kommt auf die richtige Anordnung der Atome an, damit daraus ein Einstein wird. Und eine Steigerung von Einstein ist das hier, der Lapis Philosophorum, der sich von Einstein in dem Maße unterscheidet, wie sich Einstein von einer Amöbe unterscheidet. Den erhöhten Bewusstseinszustand soll dieser Stein aufgrund seiner perfekten Zusammensetzung erreichen, denn wenn eine einfache Kombination der Materie zu dem hier führt und eine bessere zu Einstein, müsste dann nicht eine perfekte Zusammensetzung und Kombination der Elemente zu einem perfekten Geist, zu mehr Intelligenz und zu einem ebenso erhöhten Bewusstseinszustand führen? Und genau das soll dieser Stein laut Mythologie verkörpern. Damit wäre der Lapis Philosophorum nach heutigem Verständnis als kristallines Wesen, als eine fremdartige Lebensform mit Bewusstsein und Intelligenz einzustufen, welcher über telepathische Fähigkeiten verfügt und über die Quintessenz, den Menschen mit dem Universum verknüpft. An dieser Stelle wurde es sicher komisch für einige, aber keine Sorge, wir driften hier nicht in die Esoterik ab. Dass Kristalle Energien und Informationen speichern können, das ist die Vorstellung der alten Mystiker und ist noch heute die Vorstellung der Esoteriker. Aber so ganz falsch liegen die mit dieser Vorstellung eigentlich gar nicht, denn über Kristalle mit Intelligenz und Bewusstsein, darüber spekuliert mittlerweile auch die Wissenschaft. Wir springen mal kurz von der Vergangenheit in die Zukunft. Außerirdische Lebensformen auf Basis von Silizium sind immer wieder Thema guter Sci-Fi und Fachliteratur. So begegnet die Enterprise in dieser Folge einer kristallinen Lebensform und versucht mit dieser irgendwie zu kommunizieren.
und im Film AI, künstliche Intelligenz, entwickeln sich sogar aus unseren Technologien kristalline Wesen, die die Menschheit überdauern und nach ihren Ursprüngen suchen. Solche künstlichen Intelligenzen basieren auf Computercode und genetischen Algorithmen, wobei das Denken dieser Wesen in Mikroprozessoren stattfindet. Ähnliche Mikroprozessoren finden wir auch in unseren Handys, Tablets und Computern verbaut. Hier haben wir einen i9-Prozessor und dieser besteht, wenn man den Deckel entfernt, aus Silizium, einem Kristall. Alle Prozessoren bestehen aus Kristallen und genau diese liefern die Rechenleistung, die benötigt wird für Programme, Spiele oder ganze Filme. Von einem kristallinen Gehirn aus wird auch dieser Roboter hier gesteuert. Die künstliche Intelligenz ist im Jahre 2018 bereits sehr weit fortgeschritten und entwickelt sich rasant weiter. Bis zum Jahre 2030 erwarten Experten einen Moment, den sie als technologische Singularität bezeichnen, wo die Rechenleistung künstlicher Intelligenzen die der gesamten Menschheit um den Faktor einer Milliarde übersteigen wird. Ob die Maschinen dabei auch Bewusstsein erlangen, ist bisher nicht abzuschätzen. Unsere Computer, Handys, Tablets, Notebooks, Roboter und künstliche Intelligenz. All das funktioniert nur, weil darin intelligente Kristalle verbaut sind. Sogar unsere Autos werden in Zukunft autonom fahren, weil diese intelligenten Kristalle das Fahren übernehmen werden. Das hat nichts mehr mit Esoterik oder Magie zu tun, das ist pure Wissenschaft. Was die alten Ägypter damals in den Händen hielten, muss also kein magischer Zauberkristall gewesen sein. Es könnte sich ebenso gut um missverstandene Technologie gehandelt haben, woher diese Technologie auch immer kam. Hören wir daher noch mal etwas genauer hin, wie dieser Stein beschrieben wird. Nochmal zurück zu Tod, dem Gott des Wissens und der Magie. Mal wird er so dargestellt, mal so, so oder so. Wir erkennen bereits hier, dass der Mythos um diese Person, je nach kultureller Umgebung, immer wieder kontaminiert wurde, wobei sein wahrer Ursprung eindeutig ägyptisch ist. In diesen beiden Darstellungen wird Tod in Verbindung mit den sogenannten Smaragdtafeln gezeigt. Der Legende nach soll er auf diesen Tafeln sein geheimes Wissen hinterlassen haben, auf einer der Tafeln sogar die Anleitung zur Herstellung des Lapis Philosophorum, den Stein der Weisen. Hier haben wir so eine Smaragdtafel mit griechischer Einkerbung, wie sie unter Esoterikern kursiert. Da Tod ganz sicher kein Grieche war und dieser Tafel die altägyptische Perfektion fehlt, haben wir es hier offenbar mit einer Imitation zu tun, zumal dieser Tafel auch die magischen Eigenschaften fehlen, die den Originalen zugesprochen werden. Die Eigenschaften der Smaragdtafeln werden wie folgt beschrieben. Die Tafeln bestünden aus einem grünen Kristall, welcher durch eine alchemische Transmutation erschaffen wurde. Das Material sei robust, unvergänglich und widerstandsfähig gegen alle Elemente und Substanzen. In so einem Stein sei uraltes, geheimes Wissen gespeichert. Dieser Stein soll auf Gedankenwellen reagieren, das Bewusstsein erweitern und auch die Intelligenz des Nutzers vervielfachen.
Damit liegen uns eine Menge Informationen vor, wobei auffällt, dass die Smaragdtafeln genauso beschrieben werden wie der Stein der Weisen. Beide wurden durch Transmutation erschaffen. Beide Objekte sind äußerst widerstandsfähig und resistent und beide sollen auf Gedanken des Nutzers reagieren und ihm ungeahnte Fähigkeiten vermitteln. Offensichtlich haben wir es hier mit einem und demselben Objekt zu tun, das über die Jahrhunderte über die Mythenbildung sich zu den Smaragdtafeln des Tod und zu dem Stein der Weisen aufteilte. Mit den Mythen ist es so eine Sache. Nehmen wir sie zu ernst, landen wir bei den Esoterikern. Gehen wir mit Halbwissen ran, kommen die Alchemiker, und ignorieren wir sie, entgehen uns möglicherweise verborgenes Wissen und Geheimnisse. Die Smaragdtafeln des Tod und der Stein des Weisen könnten dasselbe Objekt gewesen sein. Doch was war es denn nun genau und woraus bestand es? Das dritte Clarksche Gesetz besagt: Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden. Wie Magie wirken auch Smartphones zumindest auf indigene Völker. Schwarze Steine sind das, die wie aus dem Nichts Menschen und Dinge erschaffen. Die Magie der Smaragdtafeln könnte ähnlich gewesen sein. Antike Hochtechnologie in Form von Kristallen in den Händen der alten Ägypter? Dass Kristalle Informationen speichern und wiedergeben können, haben wir ja bereits gelernt. In all unseren Geräten sind genau solche kristallinen Einheiten verbaut. Unsere Kristalle jedoch basieren auf Silizium und das ist silbrig-schwarz. Die Smaragdtafeln des Tod hingegen werden als grün beschrieben. Wie lässt sich das nun erklären? Haben wir uns geirrt und der Mythos bleibt ein Mythos? Nicht ganz. Aus Silizium bestehen nur zivile Technologien. Das, was uns hier als Hightech präsentiert wird, ist längst überholt. Geheimdienste und Militärs sind da schon 30 bis 50 Jahre voraus und deren Technologien basieren auf Siliziumkarbid. Einem grünen Kristall wie die Tafeln des Tod. Aus Siliziumkarbid lässt sich all das herstellen, was sich auch aus Silizium herstellen lässt, mit dem Unterschied, dass Geräte auf Basis von grünem Siliziumkarbid 100 Mal leistungsfähiger sind. Die heutigen Computer zum Beispiel arbeiten mit 2 bis 3 GHz Prozessoren und vertragen nicht mal 90 Grad Hitze. Wir kennen das von unseren Handys, die im Sommer manchmal den Geist aufgeben. Computer auf Siliziumkarbid hingegen vertragen bis zu 600 Grad Celsius und arbeiten mit unglaublichen 100 GHz Prozessoren, die es offiziell noch gar nicht gibt. Da Siliziumkarbid nicht nur Wärme, sondern auch radioaktive Strahlung verträgt, findet es auch Verwendung in der Raumfahrt. Zum Beispiel hier in der Parker Solar Probe Raumsonde der NASA, die bis zum Jahre 2024 in die Korona der Sonne eintauchen soll. Das ist mit normaler Elektronik nicht zu bewerkstelligen, mit Siliziumkarbid schon.
Siliziumkarbid eignet sich wegen seinen optoelektrischen Eigenschaften auch für Quantencomputer. Quantencomputer bedeutet, wenn das hier ein normaler PC ist und das hier bereits ein 100-mal schnellerer Siliziumkarbid-Computer, dann wäre ein Quantencomputer, ebenfalls auf Basis von Siliziumkarbid, 1 Milliarde Mal schneller. Wohlgemerkt, alles auf Basis dieses grünen Kristalls, der von seinen physikalischen Eigenschaften rein zufällig genauso beschrieben wird wie die Smaragdtafeln des Tod. Nochmal zurück zur aktuellen Technologie. Auf unseren Geräten laufen bereits künstliche Intelligenzen wie Alexa, Google Home oder Siri. Stellen wir denen mal kurz eine Frage. Siri, wann geht die Welt unter? Wenn ich es wüsste, würde ich es dir sagen. Dann könnten wir einen letzten wunderschönen Tag miteinander verbringen, mit Eiscreme und einem Spaziergang im Sonnenuntergang. Wie wir sehen, hat diese künstliche Intelligenz meine Frage nicht nur verstanden, sondern auch noch humorvoll beantwortet. Und nun stellen wir uns vor, so eine künstliche Intelligenz liefe auf einem Quantencomputer, der 1 Milliarde Mal leistungsfähiger ist. Wir hätten eine Superintelligenz und genau sowas wird kommen. In der Größe eines grünen Tablets. Superintelligente Computer in der Größe eines handlichen Tablets. Das werden wir noch alle erleben, aber gab es sowas schon in der Antike? Was immer die Smaragdtafeln des Tod oder der Stein der Weisen sind oder waren, alle haben danach gesucht. Und mit alle meine ich Geheimbünde, Geheimdienste, Archäologen, Mystiker, ja sogar berühmte Physiker wie Isaac Newton. Denn er wusste, hinter Magie muss nicht immer Magie stecken. Sir Isaac Newton, der Entdecker der Gravitation, war nicht nur ein begnadeter Physiker, insgeheim befasste er sich auch mit der Alchemie und war auf der Suche nach dem Stein der Weisen. Auf der Suche waren auch die Rosenkreuzer, Freimaurer und die Hermetiker. Sie alle wollten das antike Wissen dieser Kristalle vor den Scharlatanen dieser Welt retten. Auch deutsche Bruderschaften waren hinter den magischen Kristallen her, so auch der Begründer der modernen Ägyptologie, Karl Richard von Lepsius. Der damalige Preußenkönig Friedrich Wilhelm IV. Beauftragte ihn höchstpersönlich, den Nil bis hinauf nach Äthiopien nach altägyptischen Artefakten abzusuchen und alles Wichtige aufzuzeichnen oder, wenn möglich, mitzunehmen. Lepsius entdeckte während seiner Expedition unter anderem die geheimnisvolle Barca-Pyramide, die auch als die unvollendete Pyramide bekannt ist. Es existieren nur wenige fotografische Aufzeichnungen zu dieser Fundstätte, wobei das Auffällige nicht nur die massiven Granitblöcke am Boden der Konstruktion sind, sondern auch der runde Sarkophag, der in diesem Boden eingelassen wurde. Das Fundament und der Sarkophag bestehen aus demselben Material wie die Königskammer der Cheops-Pyramide. Diese Konstruktion ist nicht eindeutig zuzuordnen und von den wenigen Schriftzeichen, die angeblich am Ausgrabungsort gefunden wurden, existieren weder Gipsabdrücke noch Ausstellungsstücke, sodass an der offiziellen Geschichte gezweifelt werden muss. Doch was wurde dort wirklich gefunden? Und warum sollten uns Hermetiker und geheime Bruderschaften auch die Wahrheit darüber erzählen?
Ganz offensichtlich wurde hier etwas sehr Kostbares nicht nur aufbewahrt, sondern auch versteckt. Der ideale Ort für die Smaragdtafeln des Tod? Das Gelände ist heute militärisches Sperrgebiet. Die Konstruktion ist zugeschüttet und eingemauert. Der Zutritt ist verboten. Warum? Wurden die Smaragdtafeln des Tod oder das, was als Stein der Weisen bezeichnet wird, in diesem als unfertige Pyramide bezeichneten Konstrukt versteckt? Und wenn ja, von wem? Wurden die Steine bereits gefunden? Wie denkt ihr über diese Theorie? Ich freue mich über jede Meinung, die ihr hier in den Kommentaren hinterlassen dürft. Bitte liked dieses Video, wenn euch das Thema gefallen hat und abonniert diesen Kanal. Ihr könnt das Projekt Norman Investigativ auch durch eine kleine Spende unterstützen. Den Link dazu findet ihr auf meinem Kanal oder in der Beschreibung zu diesem Video. Ich muss jetzt los. Wir sehen uns.